Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte mit euch eine Runde die Gilde Gaukler, Gruften und Geschütze spielen. Ich hoffe, dass ihr genauso seid wie ich, nämlich dass ihr es früher gespielt und vielleicht sogar so wie ich gesuchtet habt. Und ich weiß auch ziemlich genau, was ich spielen möchte. Deswegen mache ich auch keine Einführung. Ich spiele in Augsburg, wie für mich üblich, immer auf sehr schwer. Es gibt sehr wenige Bauplätze und erhöhte Konkurrenz bei Spielstart. Und ich spiele immer mit sehr starken Gegnern. Ja. Achso. Schwierigkeitsgrad natürlich sehr schwer. Und ohne historische Nachrichten. Ein freies Spiel. Ich bin Frank. Level up. Männlich. Katharisch. Silber. Habe einen automatischen Stammbaum. Und ich bin Wirt. Weil Bier und Körner zu verkaufen, das funktioniert immer. In jedem System. Und zu jeder Zeit. Kann man nie was mit falsch machen. Außer zur Prohibition. So, von 8 bis 8. Okay. Wo ist denn mein Wirtshaus? Bitte das direkt am Marktplatz. Oh. Hm. Frank, nicht glücklich. Na gut. Kellerstube. Ja, so. Lassen wir die auch erstmal. So, Schankraum, Kellerraum. Erstmal in dem Produktionshafen. Ach ja, die haben wir noch gar nicht angefangen. Und wir spielen ja auch sehr schwer. Das heißt, genau, mir fehlen nämlich 2 Dukaten, um ein neues Schankmädchen anzustellen. Ist das nicht gemein? Und ich möchte das Spiel ein bisschen beschleunigen, deswegen gucken wir direkt mal nach einem Bankhaus. Wechselstube von Astrid. Die hat aber noch zu. Genau. Dann können wir die Zeit nutzen, um einen Ehepartner zu werben. Mhm. Freie Frau. Wieso bist du so arm? Josephine Borland. Edelfrau. Siederin. Tja. Dann Josephine. Astrid. Schade, hätte er sein können. Vielleicht gibt es ja noch eine. Wer weiß. Wer weiß. Begeben wir uns mal auf die Suche. Es müsste eigentlich noch eine zweite geben. Genau. Und die ist von Josephine. Dann werben wir natürlich um Josephine. Bei der haben wir sowieso die besten Chancen. Ist auch überhaupt nicht. Also, nur für jeder, der vielleicht Tipps im Umgang mit Frauen braucht, das ist immer eine gute Idee, einfach darauf zu gucken, was die Frau so an Geldmitteln zur Verfügung hat, um sich in die zu verlieben und sie später mal zu heiraten. Versucht das bitte nicht in der wirklichen Welt, aber hier funktioniert das. So, ich bin immer noch auf sehr langsam. Genau. Ich kann mich in der Zeit aber schon mal in mein Haus begeben und mir mal meine eigene Statistik angucken. Beziehungsweise es hat gerade zum Arbeitsbeginn geläutet. Ich könnte eigentlich mal Beatrice Körner mal Zeiten produzieren lassen. Wie, du hast keine Lust. Du arbeitest seit einer Viertelstunde überhaupt. Das ist eine Arbeitsmoral hier. So. Dann trainieren wir doch einfach mal frech, wie wir sind, Handwerkskunst. Ist sowieso für einen Puncher das Beste. Und im nächsten Jahr kann ich dann auch eine Weiterbildung machen. Dann gucken wir mal, was hier Beatrice hieß, die, ne? So drauf hat. Obwohl, ich kann ja hier eh nicht verkaufen. Also, zumindest nicht am Markt. Zumindest jetzt noch nicht. Es macht mehr Sinn, die Sachen im Wirtshaus, im eigenen Wirtshaus zu verkaufen. Dann kommen die Leute da auch hin. Weinregal. Produktionsboni. Die auf dem Regal ausgestellten Weine locken die Gäste, den einen oder anderen Schluck probieren zu wollen. Zeigt ihnen, was ihr alles in eurem Weinkeller habt und sie werden euer Sortiment gerne etwas schmälern. Ja,
Eine Brauanlage, auch Produktionsboni. Mit einer Brauanlage könnt ihr euer eigenes Bier brauen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall bald mal machen. Das machen wir sofort. Da lese ich auch gar nicht weiter. Wir brauen unser eigenes Bier. Das steht ja wohl außer Frage. Das Kellerstubenbier. So. Und weil wir jetzt eine Geschäftsidee haben, wie das im Mittelalter so üblich war, nehmen wir einen Kredit auf. Seid gegrüßt. Geh weg. Ihr seid hier, um einen Kredit zu ersuchen. Ja, ja. Ich suche hier in Ruhe aus. Komm wieder, wenn ich fertig bin. Das ist eigentlich ganz cool. Ich will aber noch schauen, weil ich habe ja eine Verlobte. Ne? Die will ich ja auch unterstützen. Die hatte hier irgendwo eine Wechselstube. Aber das war nicht... Doch, das ist Josephines. Meine Geliebte, was hast du denn so zu bieten? Seid willkommen. Ihr interessiert euch sicher für meine günstigen Kredite. Ja, natürlich. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir... Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern können. Uhu. Geht euch weiter im Handwerk, dann wird... Okay. Das ist eigentlich meine Idee. Bevor ich anfange, mein eigenes Bier zu brauen, sollte ich vielleicht eine Brauerlaubnis haben. Kostet ja nicht viel. Gehst in den Kopierladen, druckst du die aus. Ah ne, ist ja 1400. Gibt ja noch keine Kopierläden. Offenes Feuer, ja, wenn es draußen kalt ist. So. Und wir haben jetzt Frühling, bald kommt der Winter. Eisengeschirr. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hinzugefügt. Kostet auch nicht viel. Lederstühle. Ja, dann kommen halt einfach mehr Gäste. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir noch einen Lehrling bekommen. Die werden auch ein bisschen besser bezahlt jetzt. Ein neuer Arbeiter kommt zu euch. Siehste. Achso, dann kann ich direkt eine Prämie zahlen, weil auf sehr schwer werden die echt schnell pissig. So, dann geben wir Silvia mal eine Aufgabe. Du könntest zum Beispiel dafür sorgen, dass die müden Arbeiter, wenn die aus dem Wald kommen, was zu futtern haben. Und dann können die auch direkt spielen. Das ist immer eine gute Idee. Das Silbergeschirr? Nein, ihr braucht kein Silbergeschirr. Ist viel zu teuer. Esst von dem, was habe ich jetzt? Blech? Ne, Eisen. Eisen. Eisen ist immer gut. Ja. Wie gesagt, verkaufen bringt hier nicht viel. Aber was hier schon mal was bringen könnte, wäre... Ich könnte Arv schon mal den einen Kredit zurückbezahlen. Glaube ich zumindest. Nein, kann ich nicht. Gut, einen neuen aufzunehmen wäre jetzt aber auch doof. Da ist meine Brauanlage. Da kommt jetzt das Kellerstubenbier raus. Und das extra Bierfass. Für extra Bier. Dann machen wir direkt mal hier noch. Ich hätte ja eigentlich gerne hier die dunkle Ecke. Aber ich warte ja noch auf die Lederstühle. Ach nee, es waren Einzeltische. Unfallschutz. Was interessiert mich Unfallschutz? Diese Tische gewährleisten Vertraulichkeit und eine gewisse Bequemlichkeit, sodass die Stimmung in eurem Wirtshaus weit angenehmer wird. Besser gelaunte Gäste vermindern das Risiko einer Kneipenschlägerei. Ja gut, das ist ein Argument. Ja, machen wir das. Weil besser gelaunte Gäste, wenn wir das durch Tische erreichen, supi. Eine Erweiterung in einem eurer Gebäude wurde hin... Den will ich sehen. Da können wir jetzt nämlich 17 um 4 spielen. Gut, da ist gerade niemand, aber theoretisch können das vor allem dann auch die anderen. Da kommen die gerne, weil Alkohol, Essen und Spiele... Ja, wenn daneben noch ein Bordell steht, dann habe ich hier volle Hütte. Das Weinregal. Da ist es. Und meinem faulen Arbeiter sind schon wieder zu Hause.
Unfassbar. Aber der Tag ist rum. So. Handgelder. Ja, ich habe Leute eingestellt. Aber ich habe noch Geld und 320 für Zinsen. Na gut. 4 Aktionspunkte, die kann ich dieses Jahr bzw. heute nochmal ausgeben. Weil nächstes Jahr kann ich ja dann die Fortbildung machen zum Patron. Patron werde ich ja dann irgendwann mal, aber... Einzeltische! Ist schon jemand zum 17:04 spielen da? Nein. Wie sind meine Mitarbeiter drauf? Ja. Und dabei fällt mir ein, ich habe gar keine Körner mal Zeiten verkauft. Aber ich habe viel Rohstoff verbraucht. In einem eurer Schankbetriebe. Ja, ja. Zutaten. Verdammt. Und dann habe ich auch noch nicht mal einen zweiten Wagen. Das ist ja mies. Was soll ich tun? Pause. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ich muss doch, wieso muss ich noch 4 Jahre warten? Musste ich doch von Anfang an. Ja. Dann nicht. Dann stink halt weiter. Ach, die haben... Ja. Mist, Menno. Oh, Kohle! Kohle! Vier Jahre. Ob Kredit oder Geldwechsel, tretet näher und seht. Ja. So, das reicht aber jetzt auch. Also das reicht dicke. Für was mache ich denn? Ich glaube, ich nehme jetzt direkt mal... Ne? Weil jetzt noch einen zweiten Einer zu kaufen, ist auch irgendwie Käse. Eins von beiden war immer sehr selten. Gerste oder Roggen. Und ich vergesse jedes Mal, was es war, bis ich es dann habe. Aber es ist weniger davon da. Deswegen... Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ja. Das ist auch nachvollziehbar, denn das ist der Punktestand. Das ist bei mir aber immer so. Jedes Mal. Und nachher zisch ich dann von hinten nach vorne und mach sie alle platt. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Achso, nee. Der dürfte wahrscheinlich schneller sein. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Der Stadtrat hat einem eurer Konkurrenten das Bürgerrecht verliehen. Ich hab den gar nicht losgeschickt, oder? Ihr verdient Anerkennung. Ihr habt eure Fertigkeiten im Talent Handwerkskunst ein wenig steigern. Ich könnte mal das Lager ausbauen. Euch weiter im Handwerk, dann werdet ihr bald eine markante Verbesserung spüren. Ja, erzähl nicht. Mann, Mann, Mann. So, Importe. Roggen. Roggen ist das, was dann irgendwann zur Mangelware wird. Und eigentlich jetzt auch schon ist. Ja, ich glaube, 2 braucht man nicht. So. Für 2 ist es noch... Ja, ist zwar sehr schwer, aber es ist noch zu früh. Wie sieht eigentlich so unsere Schenke von außen aus? Hallo? Kamera? Ah, ich habe vergessen, wenn man die Kamera dreht. Ja, hübsch. Hübsch, hübsch. Hier mit so einem... Schild mit einem Bier drauf, neben dem Stein gelegen, da können die Leute dann so dahinter kotzen. Oder wenn, wie gesagt, nebenan ein Bordell steht, dann kann man dahinter auch andere Dinge tun. Und jetzt warten wir auf den Wagen, damit wir erstmal weiter produzieren können. Hallo Gerste. So, dann stehen die nämlich nicht nur hier rum, sondern dann können die ja mal was machen. Wir stellen die Produktion jetzt mal um. Nämlich mit auf Weingeist. Obwohl das doof ist. Weil der verbraucht ja dann doppelte Rohstoffe. Aber gut, muss ich jetzt durch. Lässt sich nicht ändern.
So. Wir müssen hier mal umverteilen. Dann können wir den Karren nämlich als Lagerplatz benutzen, bis das Lager fertig ist. Okay. Und den Zweier direkt nochmal hinschicken. Warum kommen eigentlich keine Gäste? Das ist gemein. Aber mir fällt etwas ein, was ich noch machen kann. Nämlich anbauen. Brennnesseln ist Einbruchsschutz. Genau, das auch. Na gut. Aber da könnte ich vielleicht dann noch was... Ja, neue Räume gibt's nicht. Na gut. Dann... Hier kommt dann später der Kamin. Ach so, genau. Der Kamin und dann hier die Stammtischrunde. Die ist auch immer, wenn die voll ist, und das passiert eigentlich immer innerhalb von ein paar Minuten, dann kann man da echt schön Geld mit verdienen. Da kriegt man jeden Tag 2500 für. So. Dann wollen wir mal schauen. Rohstoffe, aber ich brauche Importe, wenn mein Wagen da ist. Er ist da. So, nehmen wir wieder alles mit. Ich könnte zwar auch Weingeist kaufen, aber ich will im Moment keinen Weingeist holen. Weil, den kann ich selber herstellen. Ich habe schon den ein oder anderen Kredit aufgenommen, da bin ich lieber vorsichtig. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich mal Bier produzieren, damit die Leute überhaupt herkommen. So nach dem Motto, im Moment stehen die vor der Tür, sehen auf die Karte und sehen nur, boah, Körnermahlzeiten. Und aber es gibt ja noch ein Wirtshaus direkt am Markt. In der Regel, genau. Die Schenke anständiger Becher. Und dann auch noch von dem Gegner. Ja, ist ja mies. Und die werden wahrscheinlich auch schon Bier produzieren. Und wenn du dann als Arbeiter entscheiden kannst, möchte ich nur was essen oder möchte ich auch was saufen, ja, dann fällt die Entscheidung leicht. So, Lager auffüllen. Hey, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt dieses Jahr Leute kommen. Anbauen. Schade, alles nur... Na gut. Im Zweifelsfall muss ich tatsächlich dann nächstes Jahr, obwohl das sind, muss jetzt sein, sorry. Waren keine Gäste da, wenn jetzt welche kommen und nicht genug da ist, dann dürfen sie sich nicht beschweren. Wir haben Neueröffnung, wir müssen Kohle reinhauen. So. Das war Franks Wort zum Sonntag. Ach nee, das ist ja dann Stein und Bier, genau. Wollen wir mal abwarten. Ob der Preis so bleibt vor allem. Deine Mama. Dann verkaufen wir mal 12 von 0. Also dann verkaufen wir mal 9. Nehmen wir noch Weingeist mit? Nein. Ich möchte erstmal... Dann, apropos Werben, hier, nein, da, ach, die hat direkt daneben das, das ist echt, ja, dann, das geht nicht, du hast dein, nee, ich gehe direkt wieder, weil, ne, du hast deine Wechselstube neben der konkurrierenden Schenke, das geht nicht, geh weg. Ah, ich hätte nochmal... Ach, verdammt. Gut, dann schicken wir dich nochmal weg, weil ich hätte Rohstoffe mitbringen können. Vor allem, allen voran, Roggen. Roggedidu. Roggen das Haus. Man kann natürlich auch darauf achten, jetzt bei den Rohstoffen so, möglichst billig zu kaufen, ne? Wenn der Zeitpunkt gut ist, aber... Bei Rohstoffen. Naja. Ne, es sei denn, man hat es dann so wie ich und ist dann arm. Und alle hassen einen. Ja, ja. Nein. Wir wollen mal zurück. Oh. Die Gegner ey, das ist die Tischl... Ey, seid ihr bekloppt? Macht hier keinen Blödsinn. Wehe, das Feuer greift auf meine Schenke über. Dann
Ist aber zappenduster hier. Das sag ich euch. Ja, die sind leider schon weg. Das heißt, ja, ich könnte jetzt auswählen, aber nur beide. Das ist doof. Ach so, die produzieren ja... dann geht das erst morgen. Verdammt. Das Feuer ist gelöscht. Das ist sehr schön. Gucken wir mal in den Schankraum. Kein Mensch da. Verdammt. Vielleicht mal eine Runde 17 spielen, aber es ist ja keiner da. Wer bist du? Mein Schankmädchen. Ja, wenigstens du kommst her. Und nimmst hier dein Essen zu dir, das du vorher hier zubereitet hast. Ab nach Hause. So. Wir stehen... Oh, ziemlich schlecht da. Oha. Oha, oha. Zins, oha. Ich habe ja zum Glück noch was im Lager. Sonst wäre ich jetzt im Schuldturm gelandet. Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfänden. Ja, das ist okay. Nun, es war ja dafür da, dass dann auch die Sachen draufgehen. Dann du machst Dünnbiere und ja, du machst noch Körnermahlzeiten. Geht ja nicht anders. Und wir, ja. Nun, das ist das Zeichen des Süchtigen. Wenn er schon lange vor Ladenöffnung überhaupt da ist, dann warten wir jetzt einfach mal darauf, dass wir die Fortbildung machen dürfen. Der Kaiser, wie alt? Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patricia. Ja, ja. Wie alt sind eigentlich unsere Eltern? 35. Aber der lebt nicht mehr lange. Die auch nicht, aber die haben auch beide kein Geld. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizierin. Haus ist auch noch okay. Ich habe leider nicht das Geld, das Portal anzubauen. Mit dem Portal bekäme ich dann einen AP mehr pro Runde. Wie noch für... Waren das nicht vorher 4? Jetzt muss ich da noch einen Leibeigenen kaufen. Ist ja nicht zu fassen. Der Kaiser hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patricia. Oha, oha, oha. Wir müssen... Wie? Ach so, nein, ich will ja auch... Ne? Ich muss ja... Seid willkommen. Ja, ja. Ihr interessiert euch sicher für meine günstigen Kredite. Deine Mutter. Ich muss dir jetzt einen Leibeigenen kaufen von dem Geld, das ich mir gerade von dir geliehen habe. Nick zufrieden. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel. Jetzt warte ich nochmal 4 Jahre. Also, nicht nochmal, aber... Ich war schon auf 4 Jahren. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizierin. Der Kaiser, der kann meine Probleme überhaupt nicht verstehen. Der Kaiser. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier mal ein bisschen in die Puschen kommen. Das ist... Dann machen wir das doch mal... Mystisches Theater gibt's natürlich nicht. Der Kaiser, das war wieder so klar. Einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Dann müssen wir mal nach dem Gauklerlager Ausschau halten. Gibt's natürlich auch kein. Warum spielt jetzt keiner einen Gaukler? Oder ich finde es nicht. Ich vermute mal eher, ich finde es nicht. Ja, das ist das Gefängnis. Vagabundenlager, da ist es. Transport, ja, warum produziert ihr Flöten? Ihr Flötenpfeifen. Ich klau euch die Klöten. Ihr Flöten. Hat einem eurer Konkurrenten einen neuen Titel verliehen. Patrizierin. So. Nochmal in meine Schenke. Immer noch nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Es gibt keine Weidenruten. Das Schöne an der Weidenroute ist, dass die Produktivität in deinem Betrieb steigt.
deutscher Hansestädte verbringen, alles um klar. Mit diesem Wissen einen gehaltvolleren Meistergrad als Wirt zu erlangen. Es gibt natürlich noch einen Plan B. Ich könnte jetzt auch auf unmenschlich gehen, aber das wäre halt eben sehr unmenschlich. Wir haben zwar 1402, aber das wäre unmenschlich. Das würde nicht gehen. So, hallo. Haha, überlistet. Ja, die Gilde hat gerne schon mal so ein paar kleinere Fehler. Wir wollen jetzt auch nur noch dieses Jahr zu Ende spielen und dann eine Aufnahmepause machen. Und vor allem hoffen, dass wir nicht pleite sind. Bis dahin. Genau, blub blub. Ach ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Eure Anstrengungen sind belohnt worden. Von heute an wird euch das Recht verliehen, einen höheren Meistergrad zu führen. Ihr seid Verköstiger. Es ist euch nunmehr erlaubt, die folgenden Betriebe selbst zu leiten. Die Schenke, gezeichnet die Vereinigung gegen die Sperrstunde. Genau, wir sind gegen die Sperrstunde, denn die macht alles kaputt. Die Sperrstunde, wenn die Polizei kommen muss und deine Party auflöst in der Schenke. Weil ich bin Verköstiger. Aber das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man das hier so über dem Menü hat, mit dem Rand. Das hat dann noch mal was Edleres. Also ich bin jetzt Verköstiger. Na gut. Oh, das macht mich aber traurig. Da wurde die Siederei von einer Nachtwächterin in Brand gesteckt. Oh. So, mal gucken. 3, 6... Ey, die Dünnbiere sind echt viel wert. Das wäre... Eigentlich müsste ich davon ja 2 verkaufen, einfach aus Geldgier. Eigentlich würde ich auch gern 3 verkaufen, aber ich möchte gerne 1 da behalten. Eigentlich bin ich kein Fan davon, bei solchen kleinen Mengen schon zu verkaufen. Ich muss aber gestehen, ich habe ein bisschen Angst, weil ja am Ende des Jahres auch der Kredit dann wartet, ne, der abbezahlt wird. Auch wenn es nur die Zinsen sind. So, jetzt stehen wir auf jeden Fall schon mal besser da. Rohstoffe brauchen wir nicht. Aber was wir dann mal machen können, ist, wir können in der Schenke dann mal direkt... Ich will in die Schenke, ich will in die Wechselstube. Mal gucken. Ja, dann zahlen wir auf jeden Fall den zurück. Seid willkommen. Ihr interessiert euch sicher. Jetzt bin ich zwar pleite, aber dann ist das weg. Ja. Und selbst wenn ich nächstes Jahr wieder pleite bin, dann habe ich aber immer noch was im Lager. So, 3 Weingeist haben wir noch. Ich will hier noch die eine Körnermahlzeit zu Ende produzieren lassen und dann auch beziehungsweise auf Weingeistern umstellen. Aber nein, der Tag ist vorbei. Also der Arbeitstag. Oha, dann können wir jetzt nur noch hoffen. Es ist auch keiner am Würfeltisch, es ist doof. Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Ein Gedicht. Wer randaliert hier eigentlich jetzt gerade so? Aber hey, feiert ruhig, esst gut, trinkt viel. Dann wird alles gut. Für uns alle. Und in dieser lauen Herbstnacht, in der der Wind strömt, verziehe ich mich in mein Arbeitszimmer und warte auf das Ende des Tages. Und sehe zu, wie eine weitere Siederei von einem Saboteur in Brand gesetzt wird. So, dann wollen wir mal schauen. Oh, meine Barschaft ist aber eingeschränkt. Und ich bin noch kein Bürger, das heißt, ich darf ja nur minus 500 haben. Aber wir haben ja, wie gesagt, zum Glück was im
Lager belassen, das sollte dann wieder ausgeglichen werden. Was haben wir an Zinsen? 800. Schade. Viel. Viel. Muss man sagen. Also, ne? Hätte ich die nicht gehabt, dann wäre ich sogar noch im Plus gewesen. Aber von nix küt nix. Wegen Überschuldung wird euch ein Teil eures Besitzes gepfändet. So, dann gucken wir jetzt noch, was haben wir noch im Lager? Und dann Aufnahmepause. Da haben wir jetzt, ja, 4 Stück wurden rausgenommen, kein Dünnbier. Wunderbar. Dann wollen wir frisch und froh in den neuen Tag starten, in der nächsten Episode.